Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einer Umfrage zu Matten. Spielmatten, Playmats, dies, das. Wir haben ja unsere eigene. Und wir sind gerade in der Besprechung, in der Planung, unsere eigenen Teammatten zu bestellen. Ja. Und deswegen wollten wir euch heute mal fragen, was ihr allgemein so von Matten haltet. Was ist denn eure Meinung bisher so? Also ich habe eigentlich, seitdem ich Jugi spiele, immer mit einer Matte gespielt. Nee, das kann nicht sein. Die gab es doch nicht immer. Doch, da gab es auch diese Holzdinger da. Diese, nein, da gab es dieses Papier. Da gab es dieses Papier aus dem Starter. Ja, das gab es. Ja, also halt immer mit einer Unterlage sozusagen. Aber eigentlich, wieso denn? Ich spiele Jugi seit... Ja, von Anfang an? Nein, es gab noch nicht von Anfang an. Ich weiß noch, wo ich zurückkam, gab es sie auf einmal. Okay. Sagen wir mal so, seitdem es Matten gibt, spiele ich immer mit einer Matte. Davor halt immer auf so einer Plastik-Papier-Ding, die im Starterdeck drin war. Ja. Ich finde Matten im Allgemeinen cool, weil mit dem Design und so, man kann sich auch seine eigene Matte machen, wie wir es gerade versuchen, mit schönen Motiven, mit, keine Ahnung. Ich find Matten geil, auch für die Karten, für die Karten an sich. Ja. Schön. Ich hatte zum Beispiel eine Matte mit Jessica Alba, Alter. Oida. Ja, Mann, die habe ich passiert? Mal anfertigen lassen. Das war halt nicht so, wie soll gutes ich sagen? Material. Nicht so wie bei Custom Playmats, danke. Ja, genau. Die war echt, das war so online irgendwann mal, so ganz am Anfang war das. Ja. Und es war auch keine so große, das war so eine halbe fast, ja, so ungefähr. Ja. Okay. Und da habe ich hier Jessica Alba drauf gehabt und die war halt ein bisschen unscharf. Aber die Matte sah an sich schon geil aus. Ne? Also die hatte echt Bock drauf und so. Hat auch nicht so viel Geld gekostet eigentlich, aber hat echt Spaß gemacht. Okay, geil. Und ich spiele halt immer gerne auf Matten, also auch für die Karten und so. Also auch eigentlich für die Schutz von Karten und mit den Kartenhüllen, dass sie auch nicht so schnell zerkratzen, sind Matten eigentlich ziemlich gut als Schutz geeignet. Aber ich finde halt zum Beispiel Matten nehmen viel Platz in der Tasche weg. Ja. Sehr umständlich. Man muss sie immer verstauen. Die sind immer, also die meisten Matten, die von Konami sind, die sind immer so klebrig auch hier hinten, weil sie nicht rutschfest sind. Stört mich manchmal auch. Ansonsten, ja, was soll ich machen? Du musst dann immer einpacken, mal ausmachen. Einpacken, finde ich auch sehr dann umständlich. Mit der Deckbox, dann noch mit dem Stift raus, mit dem Block raus, mit dem Würfel. Okay, für dich ist ja alles umständlich. Es ist alles umständlich. Ich bin alles auf dem Kopf. Ja, was hast du denn alles? Ich will nur Deck auspacken, ne? Würfel. Ja. Also ich bin es auch auf jeden Fall eher umständlich, aber jetzt mit Matte und Logo und eigenem Druck oder so ist schon. Ja, aber wie gesagt, Werbung, ja. Wenn man echt so eine Matte hat, mit einem eigenen Motiv, mit einer eigenen Sache. Oder die einem einfach sehr gefällt. Ich habe auch eine Son Goku-Matte gemacht zum Beispiel. Ja? Die war auch cool. Shoutout an Vagisch. Ja, genau. Die war halt auch geil. Also geil. Ich habe echt Bock auf immer sowas. Oder ja. Itachi. Laut Vagisch. Itachi habe ich, ja. Laut Vagisch Aussage fehlt eine. Die habe ich geschenkt bekommen von einem Freund. War richtig geil. Habe ich immer noch. Ja. Wir sind jetzt gespannt, wie unsere Matte ausschauen wird. Die wird dann bedrucken lassen. Ich bin auch falls gespannt. Wir das mal endlich hinbekommen. Ja, Video dazu wird natürlich folgen. Wir laufen euch. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie die Matte dann ausschauen wird. Auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr von Matten haltet. Genauso im Allgemeinen. Was eure Lieblingsmatte ist, ja. Motiv und so. Schickt euch ein Bild. Schickt Bild auf Facebook, ja, falls ihr Bock habt. Was ich auch noch sagen wollte, es gibt ja hier Hom zum Beispiel, sagt ja auch immer, wenn man auf ein Turnier fährt, auf YCS, man spielt ohne eine Matte, ja. Denkt der Gegner meistens, der hat hier eine Matte, der ist endschlecht und so. Unterschätzt wird man. Genau. Ja, wenn man krasse Matte hat, dann weiß der Gegner sofort, man ist krass. Genau, wenn es so krasse Deckbox, krasse Matte, krasse Höhlen und so, dann der Gegner weiß, okay, wir müssen aufpassen. So ist es. Wenn du dann nur so herkommst, ja, nur mit dem Deck und so, ohne Matte, dann kannst du den Gegner dann wegklatschen, der richtig geil, Mann. Ja, das ist auch ein guter Vorteil, eigentlich ohne Matte zu spielen. Das ist eigentlich auch mein Vorteil, weil ich immer diese Pappmatte spiele. Sieger von Onkel Kalkus. Ja, Sieger von Onkel Kalkus aus Holz oder keine Ahnung. Aber dich kennt man schon, man weiß schon, dass du krass bist. Das funktioniert nicht mehr. Ich muss mal gleich meinen Bart hier rasieren dann. Ja, wie gesagt, hinterlasst einen Kommentar und leidet nicht. Leute, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mir's.